schon erkannt. Ja, wir sind wieder in Hongkong und wir machen heute auch mal keinen Vlog. Also keine Sorge, kein langes Video, aber wir wollen ein bisschen mehr kulinarisch unterwegs sein, ein bisschen was essen hier. Also es soll ja so viele leckere Sachen wieder geben in Hongkong und es soll alles wieder möglich sein. Genau, Hongkong-Spezialitäten haben wir uns gedacht. Wir haben da mal geguckt und hoffentlich ist das Richtige dabei. Wir sind jetzt nur 1,5 bzw. 2 Tage hier. Ja. Übrigens, falls es euch interessiert, was oder wo das war, was wir da gegessen haben, in der Videobeschreibung haben wir die Links. Und jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Video. Da war es nötig zu registrieren. Ja, so beliebt hier. Ja. Ticket 672. Ja, die Leute machen sogar Fotos davon. Und dann waren wir im Hotel und dachten, wir gucken mal, was in der Nähe so ist. Es ist Zufall gewesen, dass wir das gefunden haben. Eines der besten Gänsebrätereien, kann man es nennen, hier in Hongkong. Ja, steht zumindest online so. Und jetzt haben wir eine Nummer gezogen, damit wir da reinkommen. Ich finde es cool. Wollte ich schon immer mal machen. Wir haben einen Sichtschutz da, damit ich nicht zuschauen kann, wie ein anderer Gast ist. Das war? Hätte ich auch nicht gedacht, dass sie mich hier so anbrüllt. Ja, sie spricht halt kein Englisch und da muss man zumindest mal die Karte vorzeigen, wenn also, man kein Kantonesisch spricht. Sie spricht schon Englisch, denke ich schon. Spannend hier sind ja raue Töne hier, herrschen hier. Would like the roast goose, half, one steamed white rice, only one, and for me the ginger honey tea, that's it, thank you. Ganz schön viel, was du bestellt hast. Ich hab dir gesagt, das reicht das Kleine. Also man kann ja wählen zwischen der im unteren Viertel und dem oberen Viertel der Gans. Und ich konnte mich nicht entscheiden. Ich denke, untere ist ein bisschen besser, war teurer. Aber ich will auch beides probieren. Also müssen wir noch eine Gans nehmen. Lecker. 2 Jahre haben wir keine Weihnachtsgans gegessen in Deutschland und jetzt essen wir die Gans hier in Hongkong. Mit Stäbchen. Zwar keine Weihnachtsgans, aber schmeckt fantastisch. Also es ist ja so, dass diese, ich will mal Peking-Ente sagen, warum auch immer, also die Hongkong-Gans, die gebackene Gans, ja ein so gehütetes Geheimnis ohne Ende. Das ist die Rezeptur und wie es hergestellt wird, beziehungsweise zubereitet wird. Weiß niemand. Möglich, aber ich denke schon, das Rezept ist immer sehr gut gehütet. Das ist ein Geheimnis. Ah. Aber es gibt natürlich viele davon. Die redet zum eigenen Geheimnis. Wir können hier mal den Screenshot einblenden von der Geschichte hier. Ich meine, wenn man 8 Jahre in Folge einen Michelin-Stern kriegt, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich geeignet wäre, das zu beurteilen. Ja, wenn das mit dem Michelin nicht drauf gestanden wäre, hätte ich trotzdem gesagt, das ist gut. Also, da gebe ich auch nichts drauf. Aber es war zufällig, dass wir hier waren. Und es war auch eine gute Entscheidung. Ich habe vorher natürlich noch gegoogelt, was das ist. Also, Kams ist einer der, oder wahrscheinlich der beste, beste Adresse für Hongkong gebackene Gans. Weil sie scheint wohl auch einige der Awards schon gewonnen zu haben. Nicht unbedingt bei Michelin, aber generell viele Guides erwähnen dieses Restaurant hier. In Wan Chai sehen wir und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und mal eure Meinung in den Kommentaren hinterlassen. We'll be right back.
das zweite, wo sie anstehen, doch. So, jetzt sitzen wir hier beim Chinesen Dumplings essen. Also Wonton, nicht Dumpling, Wonton, Nudelsoup. Das ist also gefüllte Teigtaschen. Man könnte sie auch Tortellinis nennen. Da denke ich mal dran, da haben wir ja eigentlich ein richtig tolles Restaurant in Shanghai gehabt, aber es gab es schon vor der Pandemie nicht mehr. Da war es plötzlich weg. Wir wissen nicht, wo es ist. Nee, ist weg. Es gibt es nicht mehr. Es ist umgezogen, das weiß ich genau, aber wir wissen nicht, weil wir ja natürlich Chinesisch sprechen. Also ich spreche fließend Mandarin, fließend Kantonesisch und deswegen komme ich hier auch ganz gut zurecht. Lüg nicht. Lüg nicht. Okay, perfekt. We would like to have the pork and vegetable wonton noodles and soup. Okay. Also es dampft ja so dermaßen, das kommt frisch aus der Küche und es hätte doch eins gereicht, oder? Aber gut, jetzt haben wir hier einfach wieder die Wontons, sind das Wontons? Wontons oder Dumplings eigentlich, hier sind es Dumplings, aber okay. Es ist halt eine Teigtasche. Ja. Die chinesische Teigtasche. Weil Wontons oder Dumplings kommen ja, also diese zumindest, aus China, Beijing. Beijing, ja, aber steht ja auch draußen, Beijing. Ja, ich weiß. Deswegen sage ich es ja. Ah, hast du den Flug geschissen. Was ist denn da drin? Wontons? Also es gibt ja in Hongkong viele, viele verschiedene Gerichte oder asiatische Gerichte, weiß ich nicht genau. Aber man kann schon einiges probieren hier. Es ist wirklich kulinarisch. Hongkong ist schon ein Multikulti, aber klar, viel asiatisches Essen. Ganz viel Nudeln. Also Reisnudeln oder auch Eiernudeln, Teigtaschen. Und ganz viel Fleisch. Also ich krieg das nicht so schön rüber wie die Asiatin da drüben. Das meine ich sogar, diese glitschigen Nudeln kann man nicht treiben. Ich krieg's geschnitten. Ich habe mit dem Stäbchen geschnitten gekriegt. Verbrenne ich mir jetzt damit gleich die Zunge und die Lippen? Ja, sehr vorsichtig. Okay, haben wir gedacht. Lecker. Ja. Die schmecken ja fast wie in Shanghai. Und hier hast du Unterschiede, musst du aufpassen. Hier sind einmal die mit Gemüse und einmal die anderen, ne? Also, okay, wenn du das nachher probierst. Das ist ja jetzt gefüllt mit Rindfleisch, soweit ich weiß, mit Pork genommen. Pork. Also Schweinebällchen. Ja. Schweinefüllung mit viel Grünzeug. Okay. Also fast schon ein bisschen, also kein Petersilie, ich glaube, das ist eine Art. Ist das Schnittlauch? Was? Und Zwiebeln. Boah, das ist riesig. Das ist lecker. Ist das Ding riesig. Das Coole ist, ich weiß nicht, woher sie kommt. Die Dame, sage ich jetzt einfach mal so, da drüben hat tatsächlich gezählt, wie viel von diesen Dumplings da drin sind. Wirklich Dumplings? Okay. Mhm. Fand ich cool. Hat sie genau nachgezählt. Habe ich gesehen. Aber es ist gut. Also schmeckt mir, mag ich die. Gerne. Immer wieder nächster Tag und es regnet wieder mal ein bisschen. Also ein bisschen schlechtes Wetter hier in Hongkong, aber überall. Ja, ist über 20 Grad. Deswegen sind wir ja auf Foodtour sozusagen. Apropos Foodtour. Wir gehen falsch wieder, ne? Achso, ja. Müssen wir kurz gucken. Ja. Wir wollten ja noch was zu Gans sagen, weil der Ton ging gestern der nicht. Der Ton ging nicht tatsächlich. Ich habe viel erzählt, aber mir hat die nicht so geschmeckt. Ich finde ja unsere Gans zu Weihnachten viel besser. Ja, sie ist vielleicht besser, aber mir hat sie geschmeckt. Also es war einfach mal spannend, das so zu probieren. Vielleicht haben einige gedacht, das ist Ente, meine Ständin-Mutter auch. Ja. Aber nein, es war ganz, also ich fand es toll, das mal probiert zu haben hier in Hongkong. Aber es war sehr fett, unglaublich fett. Es hat ganz so Ansicht. Und dann waren wir, sind wir abends nochmal zu der Nudelsuppe gegangen und haben dort entsprechend nochmal, was war es nochmal, Wonton-Nudelsuppe gegessen. Das war lecker, aber das habt ihr ja gesehen. Genau, das war auch und lecker. Jetzt gehen wir auch noch was anderes essen. Wir bräuchten eine dritte Sache hier in Hongkong, die man essen muss, beziehungsweise die man empfehlen kann. Und wer unseren Hongkong-Vlog noch nicht gesehen hat, deswegen vloggen wir jetzt nicht so nach dem Motto, einfach mal das i klicken, da war auch wesentlich schöneres Wetter und wir durften sogar Drohnen in der Stadt fliegen. Oh ja, damals, ja stimmt. Ja, das hätten wir auch nehmen können, aber wir sind dann, warum eigentlich in das andere gegangen? Genau. Es lag auf dem Weg. Es lag auf dem Weg und dann
Was so gut bewertet. Genau, das war hier, wo die gestern angestanden haben. Wir waren nämlich da oben. Da haben wir das gesehen. Da war ich überlegt, was ist denn da, was ist denn da? Aber wir sind dann weitergegangen und haben uns das andere, das Bessere rausgesucht, vermeintlich. Wir haben Hunger und heute gibt es wieder Nudelsuppe, aber wenn wir drin, also so eine Beef-Nudelsuppe. With Brisket heißt es, glaube ich. Genau. Hast du nicht gesagt, das isst du nicht? Ja, das waren eingeweide, das will ich nicht essen. Ich will nur reines Beef essen. Reines Beef. Naja. Sieht spannend aus da drin, kann ich euch sagen. Also, das ist ein bisschen ein kleiner Laden und überall sind so kleine Spielfiguren ausgestellt. Werdet ihr gleich sehen. Also sehr skurril. Ach Gott, die Schlange kenne ich auch noch. Oh, kennst du diese Schlange noch von früher oder das Gelbe? Oh nee, Gott. Die habe ich nie gehabt. Oh Gott, doch, das gab's da. Genau die da. Kenn ich nicht. Hallo. Hallo. Okay, ich hab. Lecker, sag ich schon. Das wird schwer. Mal gucken. Also Übersetzer nehmen. So, Beef Entrails with Noodles. Beef Brisket, den wollen wir essen. Willst du noch was anderes? Ja, yeah, we'll add the beef. So, with the egg noodles. Ja. Wir gehen also nicht so viele Englisch sprechende hin. Ja, das ist schon lustig. Aber ich dachte, das sind so viele Englisch sprechende oder Touristen hier, aber nein, ich glaube, wir sind die einzigen. Keine Ahnung. Sojamilch, würde ich sagen. Lecker. Ganz anders als die Thai Rindsuppe. Ganz eigener Geschmack. Kann ich gar nicht beschreiben, noch was das schmeckt. Das sieht gut aus. Ich kann weiter. Okay. Die Nudeln sind ein bisschen al dente, sozusagen. Das ist etwas bissfest. Und das Fleisch ist so lange gekocht, so zart, dass es echt am Zunge zergeht und zerfällt und sehr, sehr lecker. Also mir geschmeckt das genau das, was ich wollte. Really good. Thank you. Thank you. I like it. Thank you. Kunke. Also, ich weiß, wie es heißt. Kunke ist das Restaurant. Also, es war natürlich alles nur chinesisch da gestanden. Aber ich habe bei Instagram gesehen, dass sie das ausschreiben mussten, ihren Namen. Also, jetzt weiß ich. Kunke. Also, wirklich eine Empfehlung, muss ich sagen. Lecker. Sehr lecker. Oh ja. Also, das war großartig. Habe ich nicht so erwartet, weil es so intensiv geschmeckt hat. Als wenn das, muss es ja, ewig gekocht wäre. Und dann hat es auch so eine dunkle Farbe gehabt. Die Suppe. Ganz toll. Ja. Ganz toll. Also. Super. Ja, dann noch was zu den Preisen. Jetzt gerade haben wir für uns beide 15 Euro, ne? Ja, so 130 Euro bezahlt. 130, auch und 130. Und da waren die zwei Getränke mit dabei, die zwei Suppen. Und gestern, das war die Gans, das waren 41 Euro. Ja, die war teuer. Ja, das war teuer, ganz klar. Und abends die Wonton Nudelsoup, die waren 14 Euro, also 120 Euro. Das aber, man kann so rechnen, so ein normales Essen, so um die 7 Euro pro Person hier. Hongkong ist nicht so günstig wie zum Beispiel Thailand sowieso nicht, oder wie Beijing macht auch günstiger, aber ist anders. Aber trotzdem, es gibt viel hier zur Auswahl an Essen und es muss nicht alles chinesisch sein. Man kann auch andere international essen, westlich, aber auch mit Leuten das tun hier, ne? Ja, genau. Naja, aber sehr lecker. Na gut, das war's also, würde ich sagen. Jetzt haben wir drei verschiedene Dinge gegessen, leckere Sachen. Wir haben ein bisschen Hongkong erkundet und geguckt, ob es wirklich was anders ist, als wir es vor ein paar Jahren kennengelernt haben. Und? Also ich würde so ganz pauschal in diesen zwei Tagen, wo wir jetzt hier sind, sagen, nein. Also so Sachen wie, ich kann Facebook noch aufrufen ohne VPN und VPN funktioniert auch unproblematisch. Alles, was bekannt ist, was in China nicht funktioniert, funktioniert hier noch. Also für uns als Tourist, alles ich gut. Würde sagen, also so erstmal nichts Merkbares. Nee, ach, ist alles voll, die Leute, na gut. Sag mal so, also einige laufen noch mit Maske rum, da würde ich sagen, ist Thailand schlimmer. Da sind alle noch mit draußen mit Maske, aber hier sind relativ
wenig. Also es ist eigentlich wie früher, muss ich sagen. Ja. Auch sehr voll. Nur nicht so viele Touristen. Noch nicht. Und vielleicht, wenn es noch interessiert, wir haben jetzt keinen Vlog gemacht, sondern so ein kleines Foodie-Video. Ich habe vor, eigentlich ein Kurzvideo zu machen. Ob ich es bei YouTube hinkriege mit einer Minute, weiß ich nicht, weil wir haben noch ganz andere Dinge hier gemacht. Super günstig Technik zum Beispiel gekauft. Oh ja, ganz viel. Aber auf jeden Fall bei Instagram und Facebook und TikTok wird die volle Version kommen. Ja? Ja, deswegen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mal ein bisschen anders. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, oder? Ja, hast du vergessen zu sagen? Nein, ja. Habe ich nicht. Ne? Dann würde ich sagen, tschüss. Tschüss. Dann.